Hallo und herzlich willkommen hier bei smart24.net mit einem weiteren Video für euch. Heute haben wir für euch hier von Joytech und zwar den Ornate, ein relativ großer Verdampfer. Wir gucken uns den gerade mal im Detail an. So, hier haben wir jetzt von Joytech den Ornate Verdampfer. Der kommt hier auch mit neuartigen Coils, wie man schon auf der Verpackung sehen kann. Hier nochmal ein bisschen Informationsmaterial, gibt es in Silber und in Schwarz. In meinem Fall haben wir jetzt hier in Silber. Da seht ihr jetzt hier also den Ornate Verdampfer, ein sehr großer Verdampfer. Und hier nochmal eine kleine Schatulle, wo Joytech halt nochmal ein bisschen Sachen reinpackt, was natürlich immer ganz gut ist. Darunter natürlich hier einmal ein Ersatzglastank, der darf ja normalerweise nicht fehlen, sollte heute auch eigentlich immer mit dabei sein. Dann natürlich hier nochmal einen ganzen Rutsch Ersatzdichtungen, noch ein größeres Drip-Tip, wenn ihr haben wollt, und auch nochmal hier ein weiterer Coil natürlich, der auch noch mit dem Verpackungsinhalt enthalten ist. Alles, was man braucht, ist also mit dabei. Gute Sache von Joytech, dass wir das mittlerweile alles reinpacken, aber wir kommen jetzt einfach mal zum Kernstück, zum Verdampfer, den ich jetzt hier einfach mal kurz laufen lasse. Da seht ihr also wirklich mal eine Übersicht, das ist wirklich ein riesengroßer Verdampfer. Wir haben also hier von oben angefangen, dieses große Drip-Tip, wo wirklich also ordentlich was durchgezogen werden kann. Könnt ihr natürlich durch das andere, was noch größer ist, austauschen. Dann haben wir hier oben natürlich das Top-Filling-System, durch die Rändelung auch gut zu halten. Dann kommt ihr hier sofort ans Top-Filling-System, für den Verdampfer zu befüllen. Da passt wirklich einiges rein. Einfach wieder verschließen und fertig. Die Airflow-Control hier unten lässt sich auch gut einstellen und befindet sich dreimalig unten in der Base. Also da könnt ihr wirklich ordentlich durchatmen. 510er Anschluss natürlich. Und dann gucken wir uns jetzt das Innere nochmal an. Wie gesagt, zum Reinigen könnt ihr also hier das Glas dann auch entfernen. Das muss man halt vorsichtig abdrehen. Dann kommt ihr hier an das Glas dran, damit das nicht auseinanderbricht. Dann haben wir hier den Kamin natürlich. Da steht auch nochmal Ornate drauf. Ja, sieht man also hier. Und dann kommen wir hier zu den Coils. Ein Coil ist hier eingesetzt und zwar ist das hier ein Triple Coil, wie ihr hier sehen könnt. Also auch ordentlich Durchzug, kann man sagen. Ihr habt an den Coils auch die Möglichkeit, hier nochmal die Liquid Control einzustellen, je nachdem welches Liquid ihr verwendet. Wenn ihr VVG drin habt, solltet ihr das ganz aufmachen, damit wirklich ausreichend Liquid zu den Coils kommen. Auch hier vorher zu sagen, bitte die Wattebereiche einfach hier mit einem Tropfen Liquid befeuchten, schon mal bevor ihr das Ganze einsetzt. Einfach hier oben komplett abdrehen, kommt ihr auch an die Coils. Dann seht ihr hier unten wieder die Führung, da wo auch die Airflow Control quasi durchgeht, daher auch die Löcher, wie man es sehen kann hier. Den Coil dann quasi einsetzen. Die Coils haben unten quasi diesen Luftring, wo die Luft sofort zu den Coils gehen kann. Und dann einfach wirklich den beliebigen Coil, den ihr habt, hier wieder einsetzen. Handfest anziehen, also jetzt wirklich nicht zu stramm anziehen. Das Ganze befeuchten und dann die Liquid Control, je nachdem, was ihr haben wollt, hier einstellen. Liquid drauf. Den Verdampfer, wie gesagt, einfach wieder vernünftig festschrauben hier. Auch hier handfest, damit das Glas nicht direkt verreckt. Top-Filling-System öffnen, Tank befüllen, Drip-Tip oben drauf und fertig. Also wirklich wieder eine gelungene Geschichte hier von Joytech. Ein sehr schöner Verdampfer, vor allen Dingen ein sehr großer Verdampfer mit einem ausreichenden Tankvolumen. So, jetzt habt ihr gesehen, also wir haben hier wirklich einen sehr, sehr großen Verdampfer, der wirklich auch schick aussieht, mit den neuen MGS-Coils von Joytech, die wirklich für ordentlich Dampf und auch Geschmack sorgen. Wir haben hier jetzt drinnen 0,15 Ohm an Widerstand in diesen Verdampferköpfen. Einmal ist es der MGS Edelstahl 316L für auch Titan, mehr gesagt, also auch für Temp. Hier ist jetzt drin enthalten eine MGS 316L Edelstahl Coil, den ihr natürlich auch für das temperaturgeregelte Dampfen nehmen könnt. Und ein weiterer MGS Triple Coil heißt der mit 0,1 Ohm an Widerstand. Also auch wirklich hier alles, was man braucht beim Joytech Ornate. Guckt es euch an, alle Informationen wie immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!